Heute bei Retro Today. Wasi für den Amiga. Hallo und herzlich willkommen zu Retro Today. Hallo. So, Markus, was haben wir denn heute im Angebot? Oh, ich habe hier ein schönes, buntes Spiel. Da steht drauf Worthy. Und ja. Das ist ein Puzzlespiel? Also ein Puzzle-Run, ich glaube Jump ist nicht, aber es ist ein Puzzlespiel, genau. Da zeig mal die Rückseite davon. Die Rückseite ist auch so glossy, muss ich gucken, dass ich die im richtigen Winkel, aber ich glaube, ich habe den Winkel getroffen. So, ja, wunderbar. Sehr schön. Genau, Worthy ist von Pixel Glass, ist ein Spiel von 2018. Also brandneu für alle Amigas, läuft auf dem Amiga 500, braucht aber einen B-RAM. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, von Diskette läuft es mit 1 MB, von Festplatte braucht man einen Tacken mehr, weil die Festplatte ja auch mal so ein bisschen Speicher wegknapst. Ja, gut. Wer hat eine Festplatte und nicht 1 MB RAM? Plus. Ja, eine Festplatte mit... Bei einer Festplatte macht mehr als 1 MB wirklich Sinn. Ja, ja, es geht um... Brand new OCS Amiga game. Assume the role of a fearless boy and collect the required number of diamonds in each stage to win your girl's heart. Also es geht darum, man muss Diamanten einsammeln und das ist mitunter am Anfang gar nicht so schwierig und dann wird es halt immer gefährlicher, um damit die Liebe des Lebens, das Mädchen zu beeindrucken und sich als würdig zu erweisen, dass man sie verdient hat und dafür muss man ihr ganz viele Diamanten schenken. Ja, das ist das Spiel. Das klingt super. Diamonds are the girl's best friend und sowas. Genau. Kennt man ja. Wobei mich irritiert dieses Collect the required number. Also könnte das auch heißen, lauf durch diesen Level und sammel ja nicht zu viele Diamanten ein? Nee, alle. Ah. Alle. Okay. Glaube ich. Also jedenfalls, das ist drumherum. Und dann ist hier drin so eine Schachtel. Und dann machen wir die mal auf. Und dort befindet sich so ein bisschen Matroschka-mäßig, nämlich noch eine Schachtel, ein DVD-Case. Kann der Markus mal nehmen? Ja. Derweil zeig ich mal, was noch hier drin ist. Da haben wir nämlich ein Poster vom Covermotiv. Oh. Und in der DVD-Hülle ist eine CD und ein Handbuch. Und eine Diskette. Genau, das kann man mit und ohne Diskette bestellen, aber mit Diskette kostet 1 Euro mehr. Und dann habe ich gedacht, das macht doch irgendwie total Sinn. Ist auch mehr Retro irgendwie. Ja, und vor allem, man kann es direkt in 500er reinlegen. Und für einen Emulator ist natürlich irgendeine CD praktischer, aber so hat man Best of Both Worlds quasi. Jo. So. Vollfarbiger, die ist vollfarbig, die Anleitung. Die ist aber sowas von vollfarbig und auch gar nicht so dünn. Also 2, 4, 6, 8 Seiten. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gib doch mal die Anleitung. 12, 14, viele. Ich lese mal und du darfst spielen. Ich darf spielen. Genau, wir starten mal das Spiel. Worthy. Ich bin bewaffnet. Loading. Das ist jetzt, glaube ich, Intro. Links ist der Junge und rechts ist das Mädchen. Wie gut, dass du es dazu gesagt hast. Das hätte man gar nicht erkannt, was? Ne? Sie will einen großen Diamanten. Er geht in die Luft. Er hat quasi genickt. Also, ach so, er hat gesagt, okay, okay. Mach ich. Ja. Kriegst du halt einen großen Diamanten. Pixel Glass Games. Genau, kommt aus Polen das Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Worthy. So, ja. Ich würde sagen, fang doch einfach mal an. Legen wir doch direkt mal los. Level 1. So, da sieht man schon, da gibt's, kommen so Spieße aus dem Boden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sieben Sekunden,
6. Ach, das geht auf Zeit. 5. Wo ist denn da die Zeit? 4. Rechts unten ist so eine Sanduhr. 1. Nein. 0. Okay, dann kriegst du, vielleicht kriegst du jetzt, oh, vielleicht gibt's Bonus, wenn man, jetzt bist du in die Spieße reingelaufen. Ach, da waren die Spieße schon wieder oben. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das ein bisschen schneller hinkriegen. Aber jetzt hast du auch, jetzt bist du zeitlich schon bei 0. Also wahrscheinlich gibt es irgendein, also ich guck mal, vielleicht gibt es irgendwie Bonus oder so. Also rechts haben wir Diamanten. Each level starts with a specific amount of diamonds you need to pick up. Ah, du hast schon genug. Zappalot. Ach, ich hab schon genug. Ne? Also zumindest sind jetzt 0. Ach, ich muss doch nur 8 einsammeln. Ah, du musst 8 einsammeln. Ah, okay. So ist das. Und dann das Dank. Das ist ja einfach. Ja. Well done. Aber man kann das natürlich auch auf komplett machen. Und man kann es versuchen, in möglichst schnell zu schaffen. So, ich kriege jetzt eine Flasche Wein und keinen Zeitbonus. Und immer eine Flasche Bier. Nee, Zeit, du hast es ja, weil du zu lange gebraucht hast. Du hast 22 Sekunden für 18 Diamanten. Und bitte. Was ist das für ein Blob da? Ach, der fängt mich. Und jetzt? Bist du tot. Also da oben ist ein Schwert. Roten Blobs auch ausweichen. Ja, aber da gibt's, also du kannst da ein Schwert nehmen. Und ich glaube, aber jedes Schwert kannst du nur einmal, also musst es auch benutzen dann, aber du kannst es, glaube ich, nur einmal benutzen, wenn ich das richtig, wenn ich mich im Vorfeld ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Das ist ja schön, dass du dich vorher mit dem Spiel beschäftigt hast. Also gespielt habe ich es nicht, aber ich habe was drüber gelesen. Markus, Game over. Ich fange nochmal an, okay? Ja. Mach das. So, Schwerte. Some levels have a number of swords scattered around. Army. Also fängt ja gar nicht von vorne an. Na gut. Genau, also hier steht's, die Feinde, die sind irgendwie magisch und wenn sie zerstört werden, wird dabei auch das Schwert zerstört. Nein! Zappalot. Dann gibt's grüne Flaschen. Ein Mann kann nicht ohne Bier, oder? Und Aldo kann auch nicht. So sehr er Ruby auch liebt, er kann nicht ohne Bier. Und Bier ist extra Leben. Ich komm da gar nicht rein. Ach ja, super. Genau, jetzt hast du 3 Leben. Also die Zeit dann, ist wieder rum, genau, aber hier habe ich den... Da ist ein Schalter. Genau, jetzt ist so. Die Tür auf. Gut. Dann habe ich jetzt alle Diamanten eingesammelt und dann... Guck mal, 3 Herzchen habe ich gekriegt. Genau, und du kriegst... Ah, hier. 2 Sachen hast du geschafft, nur die Zeitbonus nicht. Wenn das auf 0 ist die Zeit, dann passiert auch nichts, aber wenn du es innerhalb des Time Limits schaffst, dann gibt es einen Special Bonus. Okay. Genau, Feinde gibt's den roten Blob. Der ist langsam und einfach auszuweichen. Aber ich komme da nicht rein, ich muss erst den Schalter umlegen. Genau. Hallo? Genau, jetzt hast du ihn aufgeweckt. Ich sehe schon, es ist so ein bisschen schwierig. Ups. Nein! Es ist so ein bisschen schwierig, wenn du halb gegangen bist, dann gehst du quasi den Schritt fertig. Sehe ich das richtig? Ja, es ist... Ja. Kannst du auch, ja, genau, so, dann nimmst du die zweite, wunderbar. Nein! Geht doch. So, da die Zeit sowieso schon rum ist, kannst du auch alle nehmen. Herzchen! Genau, also es gibt dann auch noch blaue Blobs, die sind schnell. Okay. Und grüne folgen dir nicht, spucken dich aber an. Und es werden immer mehr. Ja, dafür hast du auch mehr Schwerter. Du hast aber 4 Gegner und nur 3 Schwerter. Sehe ich das richtig? Genau. Der ist wach, der geht dir sofort hinterher. Gut. Ah.
Genau, und es gibt fünf verschiedene Feind-Zustände quasi. Und zwar gibt es den Sleep Mode. Da ist der ganz rechts, der schläft noch. Dann gibt es den Guard Mode. Das ist, wenn er da steht und wartet. Nein. Also die Steuerung könnte noch besser sein. Das Mist. Schwert ist nach einmal weg. Ja, ja. Ist es wohl. Dann gibt es Patrolling Mode, also wenn sie auf und ab laufen. Chase Mode ist, wenn sie dich sehen, dann verfolgen sie dich. Ich habe zu früh geschlagen. Und Searching Mode gibt es noch. Und dann gibt es noch Hebel und Schalter und Speere von unten und Pfeilfallen. Pfeilfallen. Ja, die Pfeile, hatten wir ja schon, Pfeile das schießen. Waren die ganz am Anfang. Nee, das sind die Spieße, die aus dem Boden kommen. Das sind Arrow Traps, die schießen Pfeile von der Seite. Hallo. Und das war's, glaube ich. Und dann wird's halt einfach immer komplizierter. Game over. Soll ich mal? Nee. Ich mach mal von vorne, ja? Mach mal. Dass ich mich auch so langsam einzocken kann. Du weißt doch schon, wie es geht. Worthiest. Ich glaube, viel mehr passt nicht, oder? Dann mach doch ein ATX. ATX, so heißt das? ATX. ATX, super. Worthiest. Du bist der Worthieste überhaupt. So. Dann schauen wir doch mal. Zeitbonus habe ich gekriegt, aber was kriegt man dafür? Ein Orden. Jo. Ja. Level 2. Gut, Zeit ist eh rum. Nee, hast noch 9 Sekunden. 5, 4, 3. Wow. Viel schneller geht's auch kaum, wenn man alles mitnehmen will. Guck mal hier. Boah. 3 Orden. Perfekt. Das ist jetzt schon doppelt so viele Punkte wie ich. Aber ich hab mich auch nicht so clever angestellt. Ja, ich hab ja hier schon geguckt, schon glinst quasi. Das muss es sein. So, den muss ich jetzt drauf wecken, dass er mitkommt. Ups. Ich bin beeindruckt. Ja, es ist tatsächlich das Problem, wenn man quasi angefangen hat zu laufen, muss man den Schritt auch fertig laufen. Aber nicht mehr im Time Limit geschafft. Es ist nur ein Well Done. Ja, und für jeden geschafften Level kriegt man ein extra Leben. Ah ja. So, jetzt mal überlegen. Also ich muss eigentlich, ich brauche erstmal ein Schwert, um... So. Dann ist hier ganz eindeutig, wie man das Spiel auch spielen kann, ja, wenn man es mal drauf hat.
Aber es ist schon anspruchsvoll. Oh ne, extra Leben gibt es wohl nur bei einer bestimmten Punktzahl. Das sah jetzt aber schon ganz gut aus. So, vor allem jetzt kommt ja der Level, den ich noch nie gesehen habe. Jetzt, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Das wird jetzt interessant. Da ist ein Knopf im Boden. Vielleicht ist das ein Teleport oder sowas. Okay. Oder eine Pfeilfalle. Pfeilfalle. Achtung! Da war eine Pfeilfalle. Eine Pfeilfalle. Pfeilfalle. Okay, voll fiese Pfeilfalle. So, mal gucken, wo die Knöpfe sind. Da und da. So, das heißt, wenn ich jetzt da den anlocke, macht er dich platt. Genau. Und das nochmal. Hey, mein Gedanke war, ich locke ihn an und dann mache ich das so. Und dann bleibe ich da stehen und dann macht er mich platt. Ja. Also jetzt. Kaum kommen die Level, die du nicht mehr gesehen hast, scheiterst du kläglich, ne? Das wäre irgendwie genau. Seltsam. Ach, da kommt der von unten. Ja. Ja. Das müsste jetzt auch komplex sein mit dem Fall. Das ist ein cooles Spiel, muss ich sagen. Das ist echt tricky. So. Der Pfeil kam von unten. Ja, bei dem links kommt er von unten. So, das heißt, ich muss jetzt den mit dem Schwert. Das ist alles machbar, also. Ja, ja. Deswegen, es ist tatsächlich eine Mischung aus Puzzle und Actionspiel. So. So ein bisschen die Raffinesse von Pac-Man. Das war zu spät. Also, ich wollte, dass er losläuft. Ja, und dann bin ich dann drüber und dann wärst du da safe gewesen. Genau. Sehr gut. Jetzt habe ich ziemlich zu früh gelaufen. Er ist nämlich nicht losgegangen. Ja. Anspruchsvoll, aber ja, witzig. Total. Ja. Bin mal gespannt, wie die höheren Level dann ausfallen. Weil da steht was von 40 Leveln. Was war jetzt Level 4? 5? Die ersten zwei gingen ja noch. Ja, aber ja. Dann, also es wird sehr schnell sehr anspruchsvoll. Und jetzt steht ja auch hier, das waren ja jetzt noch die einfachen Gegner. Es gibt ja noch den Blue Blob und den Green Blob. Blub, blub. Die spucken und schnell rennen. Blub, blub. Genau. Blub, blub. Blub, blub. Ja, also ich würde mal sagen, Daumen nach oben, ein schönes Knobelspielchen, anspruchsvoll, die Grafik ist nett, also sie ist so in dem Ende 80er, Anfang 90er Stil, knuffig. Recht, auf jeden Fall. Auf dem Amiga 500, also wir haben es jetzt hier auf einem schnelleren Rechner, aber es soll auch auf dem Amiga 500 in flott laufen und würde ich mal sagen, für jemanden, der so Knobelspiele mag, es ist halt etwas, wo man erstmal 10.000 Mal stirbt, bis man dann es irgendwie man kann sich rantasten. Es ist auch kein Knobelspiel, wo du dann ewig da grübeln kannst, sondern es ist tatsächlich Action gefordert. Ja. Also es ist eine Mischung aus beidem. Genau, man muss knobeln. Also man kann nicht einfach durchrennen, aber man braucht ein bisschen Geschick dabei. Und es gibt ja den Continue-Funktion. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann beginnt man immer wieder in demselben Level. Die Punkte sind dann halt weg. Also auch wenn man auf Highscore-Jagd geht, bringt einem das nichts. Ja gut. Aber wenn man einfach nur das Spiel durchbekommen will, dann kann man da auf jeden Fall... Und ich glaube, hier gab es doch auch so ein Level-Auswahl? Level? Ah, genau. Ah, alle, man die kann, man sich alle, schon freigespielt hat. Freigespielt hat, kann man starten. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch fair. Das ist toll. Ja. Super. Jetzt haben wir noch Credits. Auch schön gemacht. Also ich würde mal sagen, rundherum gelungenes Spiel, das
Also das hätte man auch so auf dem PC unter Steam oder sowas als Indie-Game oder so sehen können. Ja. Ja. Und das wirklich für Amiga 500 im Jahr 2018. Sehr schön. Okay, Spaßfaktor. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ad Astra.